Oh Mann, ey, scheiße. Jetzt wo Hogwarts Mystery nicht mehr funktioniert, was soll ich denn da machen? Wie soll ich denn jemals Rowan weiter beleidigen oder mit Penny zusammenkommen? Penny. Der Penny. Hey, Moment mal. Hey, Hogwarts Mystery, du funktionierst ja wieder. Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem DagiLP. Und ja Leute, ich glaube man sieht's mir an und man hört's mir auch schon an, ich bin unglaublich gehypt, weil ich habe mein Spiel zurück. Es war jetzt nämlich letzte Woche so, dass ich meinen aktuellen Spielstand tatsächlich verloren habe, weil ich ein manuelles Update durchführen wollte und weil ich das hier über Bloodstacks spiele, musste ich dafür das Spiel deinstallieren. Also musste ich nicht, aber das wusste ich da noch nicht. Jedenfalls habe ich dann da das Spiel deinstalliert, habe mich dann neu angemeldet, oder also nicht angemeldet, sondern das Spiel neu installiert und sollte dann eigentlich in meinem alten Account drin sein. Dreimal dürft ihr raten, wer nicht in seinem alten Account drin war. Genau. Der DagiLP. Dann habe ich mich an den Support gewandt und der Support hat sich heute bei mir gemeldet und voilà, ich kann wieder Harry Potter Hogwarts Mystery Let's Playen und ich hatte unglaublich Sorge, weil zum einen ist es das bestlaufendste Format auf meinem Kanal, zum anderen will ich immer noch Rowan dissen und vielleicht sein Ableben mitbekommen im Laufe der nächsten 2 Jahre und Penny ist immer noch nicht mit mir verheiratet und wir haben auch noch keine 32 Kinder. Also, da gibt's noch Dinge nachzuholen, Daniel. Ja, das wissen wir. Aber das ist nicht die einzige gute Info dieser Folge, denn es gab ein riesengroßes neues Update. Das Update, was ich eigentlich durchführen wollte, als mir das Spiel dann plötzlich einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Dieses Update ist nämlich willkommen beim Quidditch. Genau, das ist toll, Leute. By the way, Quidditch ist dieses Spiel, wo man dieses Teil hier jagt. Also es fliegt dann so durch die Luft und dann musst du die Hand so haben und dann musst du den so fangen und dann hast du gewonnen. Yay, Daniel, gut gemacht. Und das Beste an dieser Aufgabe ist, dass wir mit Penny anfangen müssen. Yay, endlich das Spiel zurück und direkt eine Aufgabe mit Penny. Ja, so gefällt mir das. Ab aufs Trainingsgelände, beziehungsweise wir sind ja schon da, also von daher. Nein, wir sind noch nicht direkt da, aber jetzt sind wir da mit Penny treffen. Okay. Das sieht mir sehr nach einer Besenflugstunde aus, aber wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, das ist eine Bastelstunde. Ja, hallo ihr Schüler. Ich habe gehört, heute gibt es ein Quidditch-Spiel. Schön. Ja, das Gras hier draußen sieht grüner aus. Aha, aha. Seid ihr schon mal zu Klassenkameraden in der Schule gegangen und dann habt ihr mit Leuten geredet, die euch gesagt haben, ey, das Gras sieht hier grüner aus als da drüben? Nee? Ich auch nicht. Hallo. Hast du von Sky Parkin gehört? Nein, aber wahrscheinlich werde ich das im Laufe der Folge, weil ich schon weiß, dass das ein neuer Charakter ist. Und da ist Penny ganz in der Mitte. Hi, Penny! oh scheiße, wieso habe ich die Klamotten angelassen? Das soll Penny doch nicht sehen. Hi, ich freue mich darauf, dass du dein erstes Quidditch-Freundschaftsspiel mit mir anschauen wirst. Oh, Penny, ich freue mich auch, ob du es glaubst oder nicht. Ich auch. Ich war so beschäftigt mit den verwunschenen Verliesen, dass ich keine Zeit für Quidditch hatte. Aber ist heute nicht nur ein Trainingsspiel? Ja, Quidditch-Freundschaftsspiele sind recht zwanglos, aber genauso spannend für begeisterte Fans wie mich. Oh, Penny, du bist auch Quidditch-Fan? Ich auch, natürlich, wenn du das bist. Mhm. Ganz besonders, seitdem Sky Parkin im Team von unserem Haus spielt. Sie kommt aus einer berühmten Quidditch-Familie, oder? Ja, ihr Vater ist Ethan Parkin. Er ist eine Quidditch-Legende. Und die Parkin sind nicht nur irgendeine Quidditch-Familie. Sie haben 1422 die schottischen Wingtown Wanderers gegründet. Okay, okay. Cool. Sie haben Parkins Pinzette erfunden. Eines der tollsten Quidditch-Manöver aller Zeiten. Und ganze Generationen von Parkins waren Quidditch-Stars in Hogwarts.
Ich wusste nicht, dass du dich so sehr für Quidditch begeisterst, Penny. Das war nicht immer so. Darüber können wir ein anderes Mal reden. Oh nein, sie schaut bedröppelt, Leute. Was ist los, Penny? Aber meine Familie hat einige Zeit in Wigtown gelebt und seitdem bin ich ein Fan der Wanderer... Wird das wirklich so gesprochen, Leute? Wanderers? Ist das Spiel nicht eigentlich Englisch? Müsste es da nicht heißen W-Enderers? Nee? Ups. Außerdem habe ich in letzter Zeit einige der Hogwarts-Spieler kennengelernt und mich mit den Quidditch-Leuten angefreundet. Ja, ich hoffe, es bleibt bei den Anfreunden, Penny. Dann kennst du Sky Parkin? Nein, heute ist Skys erster Auftritt auf dem Feld. Aber ich kenne die Geschichte der Parkins, seitdem ich mich für Quidditch interessiere. Und mit einer Parkin in unserem Team gewinnt Hufflepuff vielleicht endlich den Quidditch-Pokal! Ja, das hoffe ich doch. Aber nur weil Sky Parkin aus einer berühmten Familie kommt und Quidditch spielt, wird sie noch lange kein Star. Heute können wir uns einen ersten Eindruck verschaffen. Komm mit, wir können uns gegenseitig das Gesicht anmalen. Ja toll, da freue ich mich doch schon. Ich darf Penny anfassen, Leute. Zwar nur im Gesicht, aber jeder fängt mal klein an. Das Gesicht für ein Freundschaftsspiel anmalen? Du bist wirklich ein eingefleischter Quidditch-Fan, Penny. Und jetzt machen wir einen Fan aus dir. Yay. Ich werde bestimmt Quidditch-Spieler, weil ich der Harry Potter verklatscht bin und wahrscheinlich werde ich auch noch ziemlich gut. Mal sehen. So, Leute, dann wollen wir mal direkt die ersten Energiepunkte auf den Kopf hauen und eine 3-Stunden-Aufgabe. Sehr gut, los geht's. Ja, das sieht toll aus, Leute. Das wäre eigentlich so das richtige Thumbnail. Ja, mal schauen, ob ich da irgendwas zusammenkriege. Aber nochmal zurück zum eigentlichen Thema am Anfang. Also nochmal ganz kurz zu diesem Spielverlust. Ich habe mir das Spiel halt einfach nochmal kurz deinstalliert, weil ich das schon häufiger gemacht habe. Habe ich auch schon in den Livestreams gesagt. Und habe eigentlich gedacht, dass ich dann, wenn ich das Spiel wieder neu installiere, meinen alten Account wieder habe und das dann manuell geupdatet wurde. Weil wenn man es sich neu installiert, greift das System ja sofort auf die neueste Version zurück, logischerweise. Ja, das war eigentlich immer bei mir problemlos. Und dann plötzlich, als ich das zum letzten Mal gemacht habe, vor circa einer Woche, bin ich dann wieder reingegangen und hatte plötzlich einen ganz anderen Account, wo ich ganz von vorne anfangen musste. Und ich hatte natürlich so einen Puls, Leute, weil ich habe in dieses Spiel mindestens schon einen 4-stelligen Eurobetrag gehauen. Ich weiß, das klingt jetzt für den einen oder anderen wahrscheinlich total abwegig, das zu tun, aber ihr dürft nicht vergessen, ich mache das ja hauptberuflich und ja, habe so ein paar Möglichkeiten, das abzusetzen, beziehungsweise verdiene ich auch mein Geld damit. Aber trotzdem, es ist halt sehr viel Geld reingeflossen und ich habe einen sehr hohen Spielfortschritt und ich hatte natürlich Muffesause, dass plötzlich das Spiel nicht mehr funktioniert und ich dann irgendwie ein Video machen muss. Ja, sorry Leute, das letzte Play funktioniert nicht mehr. Ich habe meinen Account nicht mehr. Aber ja, dann hatte ich doch noch Glück, weil ich hatte auch so Schiss. Scheiße, jetzt habe ich das halt schon aktiviert. Egal. Ich hatte auch noch Schiss, weil ich habe nicht so viel Erfahrung mit dem Support von Games. Also generell habe ich mich in meiner ganzen Lebzeit, glaube ich, erst einmal an den Support gewandt in irgendeinem Game und das war, glaube ich, nicht mal von Erfolg gekrönt. Ja, das heißt natürlich schon viel. Oh, wir kriegen wieder Hauspunkte. Einsammeln. Ich hätte mir echt was anderes anziehen sollen. Yay, Daniel, du siehst toll. Oh, Penny, oh, sie sieht so süß aus. Oh, das ist so cute. Oh, Mann, sie sieht mit Farbe im Gesicht noch so viel süßer aus, Leute. Du siehst fantastisch aus, Daniel. Wie fühlst du dich? Wie ein echter Fan? Dieser Look ist nichts für mich. Ja, es hat Penny gemacht, also von daher. Ich fühle mich wie ein echter Fan. Ja, eine Krawatte fehlt dir noch im Kopf, Daniel, aber das lernen wir noch. An diesem Teamgeist könnte ich mich gewöhnen. Super, dann müssen wir uns noch mehr um Gesichtsbemalung organisieren. Was? Dann müssen wir uns noch mehr um Gesicht... Hä? Dann müssen wir uns noch mehr... Ach so, nee, ist richtig. Oh Gott. Ja, nee, vergiss es. Es ist alles richtig. Wer ist das denn? Kind mit der Gesichtsbemalung, was ist passiert? Hat die jetzt ernsthaft Kind mit der Gesichtsbemalung gesagt? Ja, Leute, man spricht hier in Hogwarts Mystery Leute einfach mit Kind an. Ey, Kind da drüben, mit den roten Haaren, ich rede mit dir. Und ey, du anderes Kind da hinten, mit der roten Brille, mit dir rede ich auch. Ja, gut gemacht, Penny.
Oh, Gesichtsbemalungskit. Das ist geil. Okay. Und okay, da bin ich wieder, Leute. Tut mir leid, das war gerade zu gut. Also, Gesichtsbemalungskind sagt, oh, ist schon gut. Ich habe meine Farben zu eifrig gemischt und jetzt ist alles durcheinander und ich habe Tränen in den Augen vom Lachen. Oh, ist das gut. Kind mit der Gesichtsbemalung, das ist dein Name? Ach lol, das wird sogar direkt hier hinterfragt. Das war gar nicht ein Fehler vom Spiel, das ist wohl absichtlich so bescheuert. Kind mit der Gesichtsbemalung ist mir lieber als mein wirklicher Name. Oh Gott, du musst ja Roven heißen wahrscheinlich. Kind mit der Gesichtsbemalung ist ein noch größerer Quidditch-Fan als ich und denkt sich geniale Gesichtsbemalungen aus. Ja, so 20 Mal ins Gesicht geschlagen zu werden, ist auch ein Look, den man sich aufmalen kann, Leute. Ich meine, so sähe man dann bestimmt aus. Obwohl meine Experimente manchmal auch schief gehen. Vielleicht hast du Zeit, deine Gesichtsbemalung neu zu machen. Wohl kaum. Meine Kunst braucht ihre Zeit. Warte, ich habe eine Idee. Du bist in meinem Haus. Eindeutig. Hinweg mit den verwaschenen Farben. Wir machen aus dir einen Hufflepuff. Oh Penny, du bist so hilfsbereit. Deine Gesichtsbemalung ist jetzt in unseren Hufflepuff-Farben. Danke, Penny. Wie hast du das gemacht? Oh, das kann ich dir auch sagen. Das nennt sich Zauberei. Mhm. Colovaria, der Farbänderungszauber. Meine Mutter hat ihn mir diesen Sommer beigebracht. Ich wollte unbedingt die Rosen in unseren Garten gelb färben. Oh, das wäre echt eine tolle Idee. Jetzt sind wir alle bereit, ein Quidditch-Spiel in Hogwarts anzuschauen. Irgendwelche letzten Tipps für einen Neuling wie mich? Du hast noch nie ein Quidditch-Spiel in Hogwarts angeschaut? Daniel war ziemlich beschäftigt mit den verwunschenen Verliesen und hat unser Leben gerettet. Aber Penny, du weißt doch, dass Freundschaftsspiele nur einen kleinen Kreis begeisterter Hogwarts-Quidditch-Fans anlocken. Ein neues Gesicht auf der Tribüne fällt sofort auf. Selbst mit dieser Gesichtsbemalung? Und welchen Unterschied macht es, ob ich neu bin? Gar keinen, solange du deine Fanfeuerprobe bestehst. Kind mit der Gesichtsbemalung, du lässt keine Ausrede aus, um jemanden dein patentiertes Quidditch-Quiz zu stellen. Dein, patentiertes Quidditch-Quiz? Das Quiz ist nicht wirklich patentiert, aber so klingt es eben wichtiger. Los, neuer Fan, lass uns zu Mittag essen und herausfinden, wie gut du dich mit Quidditch auskennst. Neuer Fan? Nennst du mich jetzt etwa so? Wenig überraschend hat das Kind mit der Gesichtsbemalung einen Faible für Spitznamen. Oh, den habe ich auch. Ich nenne alle Dinge, wie sie auch wirklich heißen. Mit dem Unterschied, dass ich ein I dranhänge. Topfi. Was gab's noch? Ungi. Mehr weiß ich nicht. Und für Quizze. Und für Quizze, genau. Los, lass uns dein Wissen auf die Probe stellen. Ja, okay, alles klar, Junge mit der Gesichtsbemalung. Dein Wissen testen. Komm in die große Halle, du wirst das Quidditch-Quiz bestehen. Ich glaube an dich. Ich weiß nicht, ob ich direkt an mich glauben würde, Penny, aber vielen Dank. Wollen wir doch mal direkt unser Glück versuchen. Also die erste Folge starten wir jetzt mit diesem Quidditch. Aber da es natürlich keine zeitlich begrenzte Nebenquest ist, werden wir das immer so ein bisschen nebenbei machen. Aber heute nur Quidditch, Leute. Los geht's! So, ich glaube, wir müssen in die große Halle, aber ganz sicher bin ich... Ja, doch, ist richtig. Los geht's. So, was haben wir denn da? Einmal Hagrid, der mit uns reden möchte. Ja, dann sprechen wir ihn doch mal direkt an. Seht nur, ihr alle mit euren Hausfarben. Ja, Hagrid, ich könnte ja auch Farben aufs Gesicht malen, du, aber... Frage ist halt, ob du das willst. So, hallo du... Ich verrate dir ein Geheimnis. Das Mittagessen ist meine Lieblingsmahlzeit. Aha, spannend. Ja, gibt's noch mehr spannende Stories hier? Hallo, du da. Ich wünschte, ich hätte mein Gesicht auch bemalt.
Okay. Ich frag mich gerade wirklich, was für einen besonderen Reiz diese Gesichtsbemalung bei den Schülern auslöst. Als wäre das so voll das Wichtigste auf der ganzen Welt. Ich meine, bei der Fußball-WM oder so male ich mir auch nicht das Gesicht an, aber okay. Hallo, Penny. Zeit, dein Quidditch-Wissen zu testen. Oh nein, ich werde mich so blamieren. Quidditch-Spieler wärmen sich vor einem Match auf. Vielleicht sollte sich Daniel aufwärmen dürfen. Na gut, ich erlaube es. Ihr beide seid wirklich begeisterte Quidditch-Fans. Ich möchte sicher gehen, dass Kind mit der Gesichtsbemalung fair spielt. Und jetzt lass uns reden. Okay, los geht's. 3 Stunden Ahoi. Ach man, das ist ja gar kein richtiges Quiz, oder? Okay, jetzt bin ich ein ganz kleines bisschen enttäuscht, Leute, weil ich eigentlich erwartet habe, dass die mir jetzt ein richtiges Quiz um die Ohren hauen, aber vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht kommt ja noch was. So, erstmal zuhören, dann realisieren. Ich werde das natürlich jetzt auch so machen, dass ich jetzt, ich denke mal, nächste Folge werden wir dann wieder mit der Hauptstory weitermachen, weil ich sehr oft in den Kommentaren gelesen habe, dass viele Leute von euch die Hauptstory gerne sehen möchten. Und ja, das werden wir jetzt nächste Folge natürlich auch wieder in Angriff nehmen. Ich freue mich da schon sehr drauf, weil die Story, wow, momentan, Leute, ey, hat die schon echt Dampf dahinter. Also, bin auch schon sehr gespannt, wie es mit Merula und mit Ben, sogar mit Ben weitergeht tatsächlich, ja. Dass ich das mal sage, hätte ich auch nicht gedacht. So, noch einen brauchen wir. Ja, nehmen wir hier die 2. Wunderbar. So, und dafür kriege ich auch nochmal hier die 5 Hauspunkte. Das ist eigentlich ganz geil, weil ich muss gleich mal gucken, ob es da geile Belohnungen gibt. Einsammeln. Teste ich dein Quidditch-Wissen oder dein Gedächtnis? Das werden wir wohl gleich herausfinden. Lass uns mit den Grundlagen anfangen. Wie viele Spieler gehören zu einem Quidditch-Team? Ah, okay, jetzt kommt also doch das Quiz, Leute. Also, Dagi LP und das Quidditch-Quiz. Ist er wirklich ein so guter Harry Potter-YouTuber, wie er immer vorgibt zu sein? Nein, ich gebe es nie vor zu sein, aber ich guck mal, dass ich mich jetzt nicht ganz blamiere. Mit der ersten Frage, da ist natürlich 7. Ich glaube, 7. Richtig, man braucht 7 Spieler für ein Quidditch-Team. Ich wusste, dass du die richtige Antwort kennst, Daniel. Oh, Penny, das habe ich nur für dich gemacht. Ich war mir nicht sicher, ob du die Antwort kennst, aber Glückwunsch. Nächste Frage. Wie viele Ringe gibt es an jedem Ende eines Quidditch-Shells? 3 natürlich. 3 Ringe. Stimmt, 3 Ringe. Ich wusste, dass du diese Antwort kennst. Es geht weiter. Wie viele Bälle braucht man beim Quidditch? Wartet. 1, 2, 3, 4. Ja, 4. 4 klingt richtig. 4 ist richtig. Ein Quaffel, 2 Klatscher und ein Schnatz. Ja, das war nämlich gerade mein, mein kleine Denkpause. Weil eigentlich sind es ja nur 3. Aber wenn man das hier natürlich als 2 zählt, also 2 Klatscher, dann sind es natürlich 4 Bälle. Ich bin davon ausgegangen, dass die meinten, wie viele unterschiedliche Bälle. Aber ja. Super gemacht, Daniel! Penny, du bist ein noch größerer Fan von deinem Freund hier als von Quidditch. Oh ja, das ist sie hoffentlich wirklich. Natürlich, ich bin der größte Fan von Daniel. Oh, das hätte ich alles verpasst, wenn ich das Spiel nicht wiederbekommen hätte. Danke, Hogwarts Mystery. Ich finde das echt nett von dir, dass du mir das Spiel wiedergegeben hast. Dankeschön. Danke, Penny. Können wir uns jetzt das Quidditch-Spiel anschauen? Aber das Quiz ist noch nicht zu Ende. Weiter. Nenne die 4 Positionen in einem Quidditch-Team. Sucher, Hüter, Klatscher, Treiber. Sucher, Jäger, Treiber, Hüter. Hüter, Quaffel, Sucher, Jäger. Ja, das ist ja wohl einfach. Diese Positionen sind Sucher, Jäger, Treiber und Hüter. Richtig. Und auf diese Frage gibt es so viele falsche Antworten. Stell dir nur vor, wie gut du bei diesem Quiz beim nächsten Mal abschneiden wirst. Penny, weiß ja nicht, ob du aufgepasst hast, aber besser geht's nicht. Aber okay. Nächstes Mal. Mein patentiertes Quidditch-Quiz ist ein einmaliges Erlebnis. Aber lass uns weitermachen. Ein Quidditch-Tor ist 10 Punkte wert. Wahr oder falsch? Ja, wahr. Das stimmt. Genau. Ein Tor zählt 10 Punkte.
Und wer den goldenen Schnatz hängt, bekommt 150 Punkte, damit du es weißt. Ich wette, Daniel wusste das auch schon. Nächste Frage. Aber das ist das Ende meines patentierten Quidditch-Quizzes. Wird das wirklich so, geschrieben, wenn das die Mehrzahl ist? Es hat sich länger angefühlt, als ich dein Quiz absolviert habe. Als ich dein Quiz absolviert habe, Daniel, Betonung. Ja, sorry, Spiel. Mir ist gerade eingefallen, dass ich Flitwick vor dem Spiel einige Federn zurückbringen muss. Deshalb mache ich es kurz. Warum hast du Federn von Flitwick? Nun, mir ist aufgefallen, dass Federn schwer zu malen sind. Außerdem brauche ich dich nicht mehr auszufragen. Du hast alle Fragen richtig beantwortet. Du wirst auch unter den größten Quidditch-Fans in Hogwarts nicht auffallen. Danke, Kind mit der Gesichtsbemalung. Obwohl Hooch es wohl am besten weiß. Penny kann es dir erklären. Wir sehen uns auf der Tribüne. Tschüss, Junge mit der Gesichtsbemalung. Das verstehe ich nicht. Hooch ist Quidditch-Schiedsrichterin, aber was weiß sie darüber, wie man ein Quidditch-Fan wird? Alles. Lass uns losziehen und Hooch suchen, dann wirst du es verstehen. Alles klar, Penny. Okay. Mit Hooch treffen. Madame Hooch ist auf dem Trainingsgelände. Schnell, wir sollten uns dort treffen, bevor ich sie wieder verliere. Alles klar, Penny. Ja, Leute, das war auf jeden Fall eine sehr coole erste Folge für mich, nach über einer Woche der Pause. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ja, wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo auf meinem Logo. Und ja, mal sehen, wie es nächste Folge weitergeht und wie es vor allem mit der Hauptstory weitergeht, Leute. Das wird spannend. Ciao zusammen.